Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind wieder im Spiel Once Human. Ja, das letzte Mal oder im letzten Video haben wir ja den Boss Baumhirte besiegt und nun sind wir weitergezogen und zwar nach Iron River. Und hier müssen wir natürlich schauen, dass wir als allererstes in das Greywater Camp kommen. Und da haben wir jetzt den Quest, einen von den Hauptquests, Reich der Albträume. Und da schauen wir jetzt einfach einmal nach, was auf uns erwartet. Und hier in Iron River werde ich dann auch meine Base aufbauen. Oh, da vorne ist ein Spaltanker. Den holen wir uns noch. Und ja, da wird dann auch eine Zeit lang meine Base stehen. Aber jetzt schauen wir erst einmal, dass wir so weit kommen. Gucken wir mal, was wir hier erledigen müssen. Die sind schon Level 21. Also langsam wird es knifflig. Den machen wir auch noch weg. So, also wo müssen wir denn hin? 70 Meter noch. Kriegt hier irgendwas rum? Nee. Da war doch gerade, da ist es. Halt, da ist noch einer. Nee, du überrascht mich nicht, mein Freund. Okay. 70 Meter. Und natürlich ist es wieder dunkel hier. Also ich, wenn ich spiele, ist es immer Nacht. Keine Ahnung warum. Help! Repeat broadcast top priority signal. Please help me! Volume already at max level. Can anyone hear me? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ist doch gerade was umgelaufen, ne? Den machen wir noch weg. Und hier schwebt doch noch was. Wo schwebt er denn? Oben ist er. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich muss unbedingt Pfeile craften. Ey. Geht auch noch einer. So. Da ist der Leiter. Ah, die fliegenden Biester. Ich mag sie nicht. Der hat uns gar nicht gehört. Hä? Doch, jetzt kommt er. Den lassen wir explodieren. Oder auch nicht. So. Sollte aber langsam hier Ruhe sein. Oben ist einer. So, da drin ist der Quest. Gehen wir erst nach oben. So, dann schnappen wir uns mal den Quest. Was will er denn, der Gute? Mit den kleinen Roboter reden? Closing crisis mode, commencing social mode. Thank you so much for saving me. User confusion detected. Deploying friendly openness. Hello, I'm H37. It's a pleasure to meet you. Please hold while I apply for level 1 information permission. Application approved. I am from the Survivor Stronghold of Greywater, located at 30 degrees 54, 25.2 north, 71 degrees 05, 47.5 west. You are welcome to visit. Reminder of higher priority tasks. Progress of exterior collection has been seriously delayed
which could result in a major salary deduction. Returning to Greenwater Stronghold immediately. Okay, besiege normale Gegner haben wir. Hier gibt es auch wieder eine mysteriöse Kiste. Speicherfragmente. Okay, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zu diesem Spaltanker. Da vorne ist er, ne? Na, aufpassen vor den... Wo rennt er denn hin? Der kommt jetzt zu uns. Kommt bestimmt da unten raus. Da warten wir mal auf ihn. Wir machen erst hier draußen weiter. Okay, da kommt er jetzt. Wir gehen jetzt zum Spaltanker. Ist er da drin oder ist er draußen? Ha! Noch einer. Oh oh, Sprengi. Hinten ist noch einer. Okay. So, den hätten wir auch. Alles einsammeln. Machen wir mal die Kiste auf hier. Nee, das war schon eine. So, wo ist er jetzt? Der ist oben. Ich muss da irgendwie raufkommen. Heute liegt noch Zeug rum. Nehmen wir natürlich alles mit. Wir brauchen alles. Schon wieder so ein... Ah! Komm runter, mein Freund. Ich muss weg. Ich treff's einfach nicht. Da ist noch einer. Nee, nee, nee. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da raufkommen. Okay, hier geht's nicht. Oh mein Gott.
das für ein Geräusch? Scheiße, der lädt sich wieder auf. Was bist denn du für einer? Oh oh. Jetzt haben wir sie. Gibt's hier irgendwas? Nee. Also hier geht es nicht weiter. Müssen wieder nach vorne. Looten, was das Zeug hält. So, jetzt schauen wir mal. Muss es doch irgendwo raufgehen. Dann ist was. Alles einsammeln hier. Irgendwie müssen wir da noch hochkommen. Eine Waffenkiste. Hacker M. Krank. Okay. Ja, aber wie komme ich da hoch? Irgendwie hier von außen. Ja, da ist eine Leiter, da geht's hoch. Also, da machen wir den Spaltanker und da bräuchten wir eigentlich nur noch die mysteriöse Kiste. Da ist der Spaltanker. Den machen wir jetzt gleich mal. Zack, erledigt. Und hier ist die Kiste. Aber keine mysteriöse Kiste. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja irgendwas sehen von hier oben. Was Rotes. Vorne steht was. Da ist nichts. Ich denke mal, die wird da drüben sein. Fliegen wir mal darüber.
Okay, hier waren wir noch nicht. Einsammeln, F-Taste drücken, FFFF. Jawohl. So, hier ist nix. So, müssen wir eigentlich alles haben. Okay, hier geht's zu dem runden Tank. So, da müsste eigentlich... Oh, das sind noch viele Gebäude. Ich geh mal zum nächsten rüber. Schauen wir mal, ob wir die so bekommen. Ich muss unbedingt ein Visier kaufen. Hey, das wird nichts. Ah, der kommt her. Das verzieht die Waffe ohne Ende. Das ist wirklich nur was für Nahkampf. So, schauen wir mal kurz da hinten rein. Hier ist nicht viel. Mal schnell, ja. Nee, nee, mein Freund. Liegt wieder was? Ah. Mag die Viecher nicht. Die fliegenden Biester. Oh, da ist was. Das machen wir kaputt. Jetzt rauf hier, das holen wir uns hier. Es gibt eine geheimnisvolle Kiste oder Mystery-Kiste, wie heißen sie denn? Und drauf. Und wo ist sie? Oh, jetzt muss ich wieder rauf. Und unten. Na, wo führst du mich hin? Da ist sie. Mystische Kiste. Na komm. Halten Vorsichtszeichen, okay. Alles einsammeln. Wir sind im Lootparadies. Also das Spiel ist auf alle Fälle für Leute, die gerne looten, ideal. So. Ich brauche die mystische Kiste noch. Ja.
Da fliegt noch was rum. Da drin ist noch was. Komme ich denn da rein? Am besten durch die Tür. Okay. Ich hab gesehen, hier sind Benzinfässer. Können wir aber nicht nehmen. Shit. Ja, ja, der spuckt wieder. Da ist doch was drin in dem Zug. Oh ja. Wollte mich mal wieder heilen. Ja, ich habe keinen Früchtetee, da könnte ich mich besser heilen. Da war doch gerade noch einer. Heilung. Machen wir mal unseren Samurai raus. Automatischer Angriff. Jawohl. Er ist gut. Oh, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Wir könnten nämlich hier. Habe ich überhaupt schon Karten? Blackfell-Raffineriegenehmigung. Heiligung starten. Nee, das machen wir aber jetzt nicht. Wir suchen jetzt erstmal die mysteriöse Kiste. Dass es hier erledigt ist. Schauen wir mal, da müssen wir doch auch schaffen. Was schreit er denn? Hier sind so viele, da muss es doch was Besonderes geben. In der Halle da hinten, da waren wir ja schon, oder? Dann nehmen wir die Tonne. Nee, nehmen. So. Aber hier waren wir doch schon drin, ne? Ob nicht? Was denn hier? Auch nicht. Also die große ist auch abgehakt. Ist durstig. Ich glaube, jetzt wird es wieder hell. So. Ich denke mal, hier droben wird es ja nett sein.
Waffe verzieht ohne Ende. Ich lasse es mal links liegen. Ich gehe mal davon aus. Warte mal, da sind wir hergekommen. Da waren wir drin. Ich gehe mal davon aus, dass es in dem Bereich hier ist. Oh shit. Ist was, aber das ist er nicht. Aber die holen wir uns auch. Oder auch nicht. Und denn darauf über die Rohre wahrscheinlich, ja. Da vorne ist eine Leiter. Da unten ist ein bisschen was drin. Halt. Brauchen nur noch die mysteriöse Kiste, dann wird man zum Camp gehen. Ist nämlich das Gebiet hier abgeschlossen. Schauen wir mal, ob es gegen den funktioniert. Aber nicht so gut, ne? Ist noch so ein Flattermann. Gehe ich jetzt drauf? Doch, ich hole mir die Kiste. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was erkennen. Vielleicht sehen wir ja die mysteriöse Kiste. Nee. Ich kann jetzt... Ich spring mal rüber. Ist zwar eine Kiste, ja, aber das ist keine mysteriöse, da ist auch eine. Okay. Da hinten ist noch eine große Halle, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass es da hinten drin ist. Komm rüber mit dir. Ist nix. Wie komme ich da hoch? Könnte vielleicht hinhauen.
So, der ist schon mal weg. Nächster ist weg. Da komm runter, mein Freund. Da oben ist noch was. Durchlaufen und alles einsammeln. So, hier komme ich nicht drauf. Komme ich auch nicht drauf. Reiseleiter. Nein, ist keine mysteriöse Kiste. Ist sauber. Wo wird denn die jetzt sein? Da unten wäre noch was. Ist da unten. Komme ich denn da rein? Kommt man denn da unten rein? Da geht's rein. So, aber jetzt. Aber leider keine mysteriöse Kiste, ne? Habe ich sie bestimmt übersehen. Okay. Also hier war sie nicht. Müssen wir jetzt doch noch mal drüben schauen, vielleicht habe ich was übersehen. Ganz hinten war ich ja noch nicht. Moment, schauen wir einfach mal hoch. Looten, looten. Kann ich da auch hoch? Also hier ist nix. Drüben ist auch nix. Da. Oh! Gottes Willen. Auch echt ein gutes Visier. Kann ich nichts erkennen, ne?
da waren wir ja schon. Da oben steht eine kleine Kiste. Wie, vielleicht kommen wir da rüber. Hier ist nichts. Da drüben. Also schauen wir nochmal in das Gebäude rein. Vielleicht haben wir was übersehen. Sehe jetzt gerade da vorne. Um Dach waren wir. Ah, da waren wir schon drauf. Und da oben waren wir doch auch. Komm, wir gehen da nochmal rein. So ein Baumgeflecht, da könnte es vielleicht drin sein. Nee. Aber ich war ja hier schon. Also schauen wir noch mal rein ins Gebäude. Geht sie mir nochmal nach oben? Oh, da ist der Spiegel wieder, da waren wir schon. Ist nix. Hier waren wir auch schon. Da drin waren wir ja auch schon. Hier war die Waffenkiste. Vielleicht sollten wir doch nochmal nach oben schauen. Vielleicht habe ich irgendetwas übersehen.
wir denn hier? Kommt das her? Kann ja nichts erkennen. Die Kiste haben wir. Da kommen wir nicht drauf. Da ist der blöde Spiegel. Wird hier nicht rüberkommen, oder? Häng dich ran, jawohl. Nee. So, da hätten wir das da drüben, aber da waren wir ja auch schon. Jetzt hat es mich erwischt. Also in der Hütte waren wir auch. Da ist der Parkplatz. Dass es dann vielleicht hier drin ist. Hier laufen so viele rum. Das ist immer verdächtig. Vielleicht da oben irgendwo auf dem Dach. Da geht auf alle Fälle an. Oh. Ich glaube, ich sehe da oben was. Das Rohr. Also, wir müssen schauen, dass wir da nach oben kommen.
Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Gibt's hier eine Leiter? Ich bin mir nicht sicher, ob da oben was ist. Kannst nicht sagen. Okay, wir sind jetzt schon bei knapp 50 Minuten. Dann würde ich sagen, ich werde die Kiste jetzt noch suchen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Und wir sehen uns oder treffen uns das nächste Mal im Greywater Camp im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Servus.